Ach, und jetzt muss ich euch ja noch was anderes sagen. Ich hab Post bekommen und ich habe was ganz Tolles Neues. Ich habe einen LED-Lichtervorhang und ich finde diesen Holzstapel so toll, wie der im Moment dekoriert ist, finde ich ja schon mega. Aber ich habe da natürlich noch ein ganz tolles Update. Und zwar, wenn man so einen Lichtervorhang an den Holzstapel hängt und ich habe da... Ich muss mal gucken, das hat 3 Meter Länge, dieses Kabel. Ich muss das alles mal auspacken. Und da sind dann 15 LEDs, die dann wie so schöne Lichterschnüre runtergehen. Und ich glaube, ich muss das jetzt erstmal alles auseinanderpacken, bevor wir das da draußen dann mal ausprobieren. Und das Video zu dem Holzstapel, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Und falls noch nicht, blende ich einfach nochmal das Video ein, weil das ist so eine schöne Außendeko und für Leute, die zu Hause einen Kamin haben oder die Holz ja entweder selber haben oder sich leihen können, ist natürlich auch toll. Die können das so schön malerisch dekorieren für Weihnachten. Und ich muss jetzt mal diese Lichterkette und es hat immer schön diese einzelnen in warmem Weiß, diese einzelnen Lichtschnüre. Die muss ich jetzt erstmal alle auseinanderpacken. Und ja, tagsüber bin ich einfach nicht dazu gekommen, weil man sieht hier, dass es noch, ja, es gibt auch noch viel zu tun. Das sind Sträuße, die morgen alle raus müssen, die wir alle liefern müssen. Haben auch hier eine schöne herbstlich-winterlich bepflanzte Schale mit Christrosen und Sträuße. Und die muss ich alle noch einpacken. Also es wird einem im Blumenladen nicht langweilig, definitiv nicht. Und zu abendlichen Stunden, da kann ich dann also auch noch so schöne Sachen zeigen, wie die neuen Lichterketten. Aber ich muss jetzt erstmal kurz die Vorbereitungsarbeit machen, bevor es draußen weitergeht. So, ich habe jetzt diesen schönen Lichtervorhang. Den habe ich jetzt über meinen Holzstapel drapiert und lasse hier diese Schnüre so schön runterlaufen. Und ich finde es ja auch ganz toll, immer mal eine andere Deko-Idee zu haben und dieses Warmweißlicht finde ich total klasse. Und das ist eigentlich ganz einfach. Man kann dieses Verbindungskabel einfach oben unter so einem Holzscheit reinklemmen und dann hat man diesen Holzstoß, diese Natur so wunderschön illuminiert für nachts. Und also den Bestelllink von dieser tollen Lichterkette oder von diesem tollen Lichtervorhang, das ist die Firma, heißt Zalkar. Den mache ich euch auch noch in die Beschreibung rein, weil das ist doch auch eine ganz tolle Deko-Idee. Und ich versuche ja immer, die Dekorationen, die ich so mache, die versuche ich immer verschieden nochmal zu gestalten. Und dass man Dinge, die man macht, immer mal anders erscheinen lässt. Ich finde, die Abwechslung macht es total. Ja, ich hoffe, dir gefällt die Deko-Idee. Und jetzt geht's weiter zu dem Video, das ich diese Woche veröffentliche. Hallo liebe YouTuber, heute gibt es wieder eine ganz besondere Idee. Meine Freundin hat ihren wunderschönen Stuhl aussortiert und ich dachte so, ah, so ein Stuhl mit Pflanzen ist wunderschön. Und ich habe gesagt, du kannst doch diesen tollen Stuhl nicht wegtun. Der ist doch so hübsch und so eigentlich so fast antik. Und mir ist da wieder so eine Idee gekommen, wie ich diesen Stuhl gerne weihnachtlich gestalten möchte. Und ich ziehe mir jetzt erstmal ein paar Handschuhe an, weil ich muss meine Hände auch schonen. Ich möchte diesen Stuhl gerne weihnachtlich dekorieren und ich möchte ihn auch gerne bepflanzen. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal eine Basis, weil jede Pflanze braucht einen Topf. Und unsere Pflanzen, die brauchen natürlich auch Erde. Und dazu gibt es ganz tolles Drahtgitter oder du kannst auch Hasendraht nehmen. Und dieses Drahtgitter, das möchte ich gerne, etwas bauchig, weil wir brauchen ja auch Pflanzvolumen, ja, Erdvolumen. Dieses Drahtgitter möchte ich gerne in diesen Stuhl reinarbeiten. Ich brauche Drahtgitter und ich brauche eine Drahtschere. Ja, das ist ganz wichtig, um das Ganze abzuschneiden. Sorry, jetzt habe ich den Korb natürlich schön vor meine Arbeitsfläche gestellt, aber das lässt sich gleich ändern. So, dazu muss man natürlich erstmal abmessen. Wie viel Draht will ich denn überhaupt? Ich möchte, dass der Draht einen Bauch macht an dem Stuhl. Ja, das ist etwa so wie ein Topf tief. Und dann brauche ich natürlich auch etwas Platz, dass ich diesen Draht an dem Stuhl fixiere. Das heißt, Moment, dann muss ich etwa hier, ich schneide das jetzt mal auseinander
Und dann halte ich den Draht nochmal dran. Und ich habe ganz bewusst schon Handschuhe angezogen. Oh, der Draht springt immer zurück. Du legst einfach was Schweres drauf, dann springt er nicht immer zurück, weil der piesackt einen schon. So, und mit einer Drahtschere kann man das auch wunderbar schneiden. Da geht das ratzfatz. Und jetzt habe ich ein schönes Drahtstück. Das ist sogenannter Kupferdraht. Wo du den bekommst, das schreibe ich dir gern auch noch auf. Und so, jetzt machen wir den hier mal rein. Der kann auch ruhig ein bisschen nach außen gucken. Das sieht schon mal sehr gut aus. Aber damit der richtig schön fest ist, werde ich natürlich auch mit Wickeldraht ihn fixieren. Und am besten ist es eigentlich, genau, super, ich denke wieder nach, während ich das mache. Am besten ist es, wenn der einmal längs und einmal quer, weil diese Aussparungen, da würde ja sonst die Erde einfach rausfallen. Oder ich hätte es wie so ein Säckchen, nur die Erdmulde. Und das ist eigentlich alles, das wäre alles keine ganze und keine halbe Sache. Um das dann also mal richtig zu machen, gehe ich her, nehme Wickeldraht, grün lackierten Wickeldraht und wickle erstmal mein Kupferdraht fest. Also man sieht, die Floristik ohne Draht, da wären wir total verloren, weil da könnten wir überhaupt nicht die Sachen festmachen. Und kann hier also mit diesem Wickeldraht Holzstückchen schön durch die Mulde durchgehen. Zack, wickel das fest und es ist super, dass ich Handschuhe anhab, weil dadurch sind natürlich meine Hände auch nicht so empfindlich. Und also mach nicht zu wenig Mulde für das Erdreich, weil dann sind die Pflanzen natürlich gut versorgt. So, und also die Seite hier ist jetzt schon wunderbar fixiert. Ich brauche jetzt noch Drahtstücke. Oder ich brauche jetzt nochmal Draht, um die Seiten gut auszukleiden. Dazu nehme ich nochmal meinen Kupferdraht und nehme nochmal ein Stück, das ich dann so super und dass ich nochmal längs lege und dann bekomme ich auch Stabilität mit meiner ganzen Arbeit. Das finde ich sehr, sehr gut. Schneide das Ganze mit der Drahtschere ab. Und wickle jetzt mit meinem Wickeldraht den Kupferdraht, dieses Kupferdrahtgitter fest. Das lässt sich super fixieren und sitzt dann auch perfekt. Und an den Ecken ist natürlich ganz wichtig, mit dem Wickeldraht durch beide Drähte durchzugehen. Nicht nur durch einen, sondern um diese Stabilität zu gewährleisten von der Basis. Weil es ist wie bei einem Architekten, das Fundament muss stimmen, dass man sich so baut und dann kann man auch ganz toll damit arbeiten. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Arbeit werden. Es geht auch schneller, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich toll. Ich habe sowas früher schon mal probiert oder eine Freundin, da war das aber zu flach gearbeitet. Und wenn die Pflanzen zu wenig Erde haben, dann sind die auch nicht gut versorgt. Und dann entwickeln die sich auch nicht gut. So, was ich natürlich auch noch machen muss, ist hier diese untere Bahn von dem Drahtgitter die Längsbahn mit der Querbahn verbinden. Das mache ich jetzt auch nochmal. Arbeite mich schön durch die Löcher.
Und das Ganze mache ich natürlich hinten auch noch auf der Rückseite, ebenso wie vorne. Und schon ist der Pflanztopf aus Draht gebaut. Das Schöne ist, es lässt sich natürlich auch jederzeit wieder super auseinandernehmen. Und wenn du irgendwann sagst oder denkst, du möchtest jetzt was anderes in diesen Stuhl reinmachen, dann kannst du es einfach wieder auseinanderwickeln und schon ist es abgebaut. So. Und zum Schluss mache ich mit dem Draht, mit den Schlaufen und dem Ende, die verwickle ich miteinander, schneide die ab und schon haben wir ein schönes Drahtgitter. Einmal mit der Drahtschere abgeschnitten. Nun muss ich natürlich was tun, dass meine Erde nicht hier durch dieses Gitter einfach durch ist. So. Und dazu habe ich vorbereitet einen Vlies. Und diesen Vlies lege ich hier rein. Und ich glaube, mein Augenmaß war gar nicht schlecht. Ja, das sieht so schon recht gut aus. Und darin kann ich dann meine Pflanzen reinarbeiten. Zur Sicherheit, damit der Vlies mir nicht wegrutscht, tackere ich einfach den Vlies an den Draht. Sonst habe ich den garantiert immer wieder in den Händen und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Deswegen habe ich gerade überlegt, was tue ich denn, damit ich diesen Vlies nicht gleich wieder in den Fingern habe. Beziehungsweise der rutscht natürlich sofort nach unten, wenn ich mit den Pflanzen und der Erde jetzt gleich was machen würde. Und das ist jetzt ein kleiner Trick von mir. Wieder was ausgedacht während dem Video drehen. So, ich gehe her, mache jetzt mal ein bisschen Erde hier rein. Dann habe ich mir auch schöne winterharte, schöne Pflanzen ausgesucht. Ich wollte tolle Farben. Ich habe zum einen eine Pflanze, die ganz toll füllt und die sich so wunderschön über diesen Stuhl ergießt. Dann habe ich noch die grüne Erika und des Weiteren habe ich eine schöne Gaultherie, also auch Scheinbeere mitgebracht. Und damit diese Pflanzen gut Erde haben, hole ich die aber aus dem Topf raus. Du kannst natürlich alternativ auch nur Töpfe hier reinstellen. Würde ich persönlich jetzt nicht machen, aber das geht auch. Das ist eine wunderbare Erika mit diesen verschiedenen Farben. Beauty Bell heißt die. Beauty, also ist wirklich Beauty. Muss ich sagen. Bei Erika ist es sehr gut, wenn man den Wurzelballen ein bisschen auseinanderreißt vom Pflanzen. Und dann können die sich besser im Erdreich verwurzeln und gedeihen besser. Da brauche ich aber noch ein bisschen Erde dazu. So, die Pflanzen sitzen nun. Ich habe dann überlegt, dass ich wie immer die Technik gerne verdecken möchte. Und, Moment, das Papier muss auch weg. So, und um dem Stuhl einen wunderschönen weihnachtlichen Anblick zu geben, mache ich ein rotes Filzband um den Stuhl ringsherum. Damit sieht man natürlich auch das Pflanzgefäß, das Drahtgefäß nicht mehr. Und der Stuhl ist sehr, sehr hübsch verkleidet. Filz ist ein ganz tolles Material, weil, Moment, ich muss immer mein ganzes Werkzeug erstmal holen. Filz ist ein ganz tolles Material, weil Filz ist super wetterbeständig. Der lässt sich ganz toll tackern, kleben. Der lässt eigentlich alles mit sich machen. Und ich habe den jetzt nicht mal festgeklebt, ich habe den nicht festgearbeitet. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe den jetzt
ein bisschen auf Spannung um den Stuhl gewickelt und tacke einfach nur einmal. Und schon ist der Filz fest. Das ist ganz toll. Und damit hat der Stuhl schon eine wunderschöne weihnachtliche rote Schärpe. Wir haben jetzt noch, wir haben jetzt noch an dem Stuhl so ein paar Mulden, die ich ganz gerne noch verbergen wollte. Und damit die perfekt versteckt werden, drahte ich Strobuszapfen. Ich gehe mit dem Draht zwischen die Schuppen von dem Strobuszapfen, nehme schöne große Zapfen, weil ich möchte natürlich auch die Mulden verbergen. Hebe die Scheinwerfer an und gehe mit dem Draht in die Erde rein. Ja, dann kann man schön auf diese Art und Weise noch Zapfen einfügen. Lassen sich natürlich auch andere schöne Deko-Elemente, Zweige, Zapfen, kann auch schöne noch Tannenzweige drüber legen. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich würde die Zapfen auch braten. Ich glaube, dass sie ansonsten nicht in diesem Arrangement bleiben. Das ist also wichtig. Und schöne große Zapfen sind da natürlich am besten geeignet dafür. Kleinere Zapfen bringen zu wenig Fülle. So. Diese Wacholder ist auch schön üppig, wie er sich über den Stuhl ergießt. Der ist ganz toll geeignet dafür. Und man kann auch noch ein paar man kann Zapfen einfach legen, ja, und es lassen sich auch immer so natürliche Materialien, hinten ist noch so eine Ecke frei, man kann auch mal so Naturmaterialien einfügen. Ich bin ja so ein Fan von Birke, von Zweigen, von ganz viel natürlichen Materialien. Und die Entstehung kommt bei mir auch immer oft erst mit der Arbeit. Und ich finde, da hinten ist noch so eine Lücke. Und die fülle ich jetzt einfach mit ein bisschen Birke, mit einem schönen Zapfen, mit Natur. Des Weiteren habe ich noch eine ganz tolle Lichterkette, die ich eigentlich noch gerne ins Spiel bringen wollte. Und die ist so ein bisschen üppiger. Und aus diesem Grund möchte ich die an dem Stuhl, das ist eine Lichterkettennetz, also man sieht, man kann alle möglichen Lichterketten nehmen, ich wollte es gar nicht nur so fein, die möchte ich gerne an dem Stuhlrahmen festdrahten. Und dazu habe ich den Wickeldraht. So, dazu habe ich den Wickeldraht, mit dem ich das festwickeln kann. Den Wickeldraht, den haben wir ja gerade schon mal genommen. Wenn ich sowas wickeln möchte, dann ist es am besten, an dem oberen Punkt von dem Stuhl das Ganze erstmal zu fixieren. Weil wenn ich an der Seite anfangen möchte, dann werde ich mit Sicherheit nicht alles so in der Hand behalten können. Und ich glaube, das gibt im Dunkeln so einen richtigen Wow-Lichteffekt. Das ist dann echt toll. Theoretisch könnte man auch die Kontur von dem Stuhl noch mehr betonen, indem man natürlich auch vorne entlang geht. Das mache ich in dem Fall jetzt nicht. Ich gehe her und wickle den Draht am Stuhlbein entlang. Ich möchte, dass die Lichter so gebündelt an dem Stuhlbein entlang sind. Also der bepflanzte Stuhl ist jetzt doch, denke ich, sehr schön dekoriert. Die Drahtarbeit, die ist also mit dem Filzband gut kaschiert.
Und wenn man noch ein kleines Loch hat, dann kann man mal eine Rinde reinstellen. Man kann auch immer ein bisschen Moos, wenn man irgendwo ein Löchlein sieht, reinmachen. Aber es ist jetzt einfach schön bepflanzt und an Weihnachten lässt sich, da kann man eine schöne große Kugel noch mit reinsetzen. Das ist alles optional und damit es weihnachtlich richtig schick ist und damit der Stuhl toll aussieht, habe ich ihm noch so einen schönen festlichen Schlupp gegeben. Den konnte ich mir nicht verkneifen, den fand ich so schön. Und ich hatte noch eine Lichterkette, eine, die ich mit der Zeitschaltuhr verknüpfe, weil dieser Stuhl, der wird nämlich bei meiner schönen Holzdeko stehen und die Weinkisten und der Stuhl, die sollen abends an sein und einfach um die Wette leuchten. Das ist ganz toll. Und damit diese Lichterketten da schön bleiben und den Stuhl, den Rahmen vom Stuhl betonen, habe ich die mit dem Wickeldraht festgedrahtet an dem Stuhl und einfach dran gewickelt. Genauso auch die Schleife, die habe ich gedrahtet und habe sie da dran gewickelt. Und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Test. Ich mache jetzt erstmal das Licht aus und ich möchte jetzt natürlich auch mal sehen, Moment, Licht aus. Und dann kommt jetzt auch der Test mit der Lichterkette. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Licht aus, Stuhl an. Ah, genau. So, hier ist er. Ups, ich stehe in den Kabeln. So, jawohl, Licht aus, Stuhl an. Und je dunkler es ist, hier ist es eigentlich immer noch zu hell, je dunkler es ist, desto schöner wirkt der Stuhl. Das ist doch jetzt schon eine super weihnachtliche, tolle Deko. Und rot, traditionell rot, ist immer toll. Ja, das war heute der weihnachtliche Stuhl, der bepflanzte weihnachtliche Stuhl. Und ich hoffe, meine Videoidee hat dir gut gefallen und gibt dir Anregungen zum Nachmachen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Stuhl, der sonst keinen Sinn mehr hat und keinen Nutzen und der genau für dich der richtige ist, den du vor deine Haustür stellen kannst und bepflanzen kannst. Lässt sich natürlich auch fürs Frühjahr umdekorieren, für alle Jahreszeiten. Ist einfach mal ein anderes Pflanzgefäß. Warum die Dinge wegschmeißen? Upcycling ist der Trend und der Begriff. Und ich glaube, man kann so vieles noch nutzen, was sonst einfach auf dem Müll landen würde. Und ist eigentlich viel zu schade dazu. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Und ich freue mich über viele Kommentare. Und ich wünsche euch einfach eine ganz tolle vorweihnachtliche, adventliche Zeit und viel Spaß bei euren ganzen Weihnachtsdekos, die ihr so macht. Bis bald. Tschüss. Thank you.